Für diese leckere und cremige One-Pot-Pasta mit Chorizo nehme ich einfach Chorizo. Das ist übrigens spanische Paprika-Knoblauchwurst. Die brate ich in einem Topf genauso wie grünen Spargel an. Nehme sie wieder raus, dann werden Zwiebeln und Knoblauch angeschwitzt. Dazu kommt dann etwas Tomatenmark, das auf jeden Fall auch mit anschwitzen. Ein paar Kräuter und dann mit Geflügel vorab löschen. Stückige Tomaten, Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, alles schon mal gut verrühren. Und dann kommen die Nudeln dazu. Das lassen wir jetzt mit geschlossenem Deckel so auf mittlerer Temperatur köcheln. Sahne noch mit rein und wenn die Nudeln dann gar sind, dann gebe ich die Chorizo und den Spargel dazu. Sowie Mozzarella und geriebenen Parmesan. Und wenn ihr wollt, etwas Rucola. Bisschen was von der Chorizo obendrauf und guten Appetit!